Hallöchen, bonjour, bonsoir. Warte, das war jetzt Französisch. Willkommen aus Japan. Ich habe gedacht, ich bin jetzt schon über einen Monat hier. Es gibt einige Dinge, vor allem jetzt in den letzten 2 Wochen sind viele Touristen angereist, die mich richtig krass abfangen, die ich auch nicht verstehen kann. Und ich glaube zwar nicht, dass so viele Deutsche sowas halt machen, wenn ich ehrlich bin. Trotzdem habe ich gedacht, ich mache das Video in deutscher Sprache. Um einfach darauf hinzuweisen, manche Sachen wissen die Leute vielleicht auch einfach nicht. Ich bin ja jetzt nur auch schon das dritte Mal hier, das ist so ein kleines Advantage, sag ich mal. Also das erste, was mir auf jeden Fall sehr negativ aufgestoßen ist, sind die Leute, die einfach straight Regeln ignorieren. Also jetzt nicht irgendwie so obvious Regeln wie töte keinen oder so, sondern irgendwo sich hinsetzen, wo 5 Meter neben denen ein Schild ist, bitte setzen Sie sich hier nicht hin. Oder da steht ein Schild, bitte fassen Sie nicht die Kirschblütenbäume an. Und die Leute fassen die Kirschblütenbäume an. Und dann teilweise auch mit einer Art, dass ich mir so ein bisschen Sorgen mache um die Gesundheit des Baumes. Ich weiß, jeder möchte ein schönes Foto haben. Und es ist auch manchmal schwierig, ein schönes Foto zu bekommen, weil die Bäume ja nun mal nach oben wachsen, nicht nach unten. Aber es ist kein Grund, die Bäume einfach zu massakrieren. Es gab ja tatsächlich auch den Vorfall, dass hier ein Baum aufgrund grotesker Behandlung eingegangen ist. Ne? Und das war für die Japaner natürlich nicht so eine tolle Sache. Und auch nicht so eine schöne Sache für die Ausländer, weil natürlich sind wir jetzt alle schuld. Ne? Das ist ja nicht, es ist nur nicht der eine, der es gewesen ist, sondern das waren wir jetzt alle. Also diese ganz offensichtlichen Regeln, die mit fetten Schildern gekennzeichnet sind, macht das einfach nicht. Klar gibt es Japaner, die das vielleicht auch brechen, aber die wohnen hier. Wisst ihr, das ist immer was anderes, wenn man da wohnt und man macht das falsch. Dann ist man auch scheiße, aber dann ist man halt im eigenen Land. Also ich hoffe, ihr versteht den Unterschied. Ihr seid halt hier zu Gast. Und das ist nicht euer Zuhause, ne? Ich meine, ich bin mir sicher, ihr verhaltet euch, wenn ihr irgendwo zu Besuch seid, auch nicht so wie zu Hause. Denke ich, hoffe ich mal für eure Gastgeber. Was noch so eine Sache ist, ich will es nicht unbedingt vorwerfen, weil ich weiß, es ist schwierig, aber schwierig. Kein Deutsch, no habla español. Gar keine Japanischkenntnisse zu haben. Die Leute hier strugglen teilweise echt krass, also die Japaner, einen zu verstehen. Und ich glaube, es ist für die auch sehr nervtötend, wenn die sich halt denken, oh, schon wieder ein Ausländer. Oh, da kann ich kein Japanisch. Also wenigstens die Basics. Man muss nicht eine richtig krasse Unterhaltung über die Lehren Gottes oder sowas mit denen führen. Es reicht, ja, nein zu sagen, danke, guten Tag. Diese Basics, dass man wenigstens auf so einen ganz normalen Kaufvorgang reagieren kann. Ich bin auch jemand, ich lerne halt gerne, wenn ich irgendwo in Urlaub fahre, so die wichtigsten Basics in der Sprache, damit die Leute auf einmal nicht so einen heftigen Struggle haben. Ich bin natürlich voll am Arsch, wenn ich dann irgendjemanden auf der Sprache begrüße und so 3 Sachen sage und dann denken die, ah ja, okay, die kann auf jeden Fall fließend meine Sprache und dann werde ich zugespammt. Da bin ich dann selber schuld, muss ich ehrlich sagen, so. Aber ich sag mal, für die einfachen Sachen gibt es den Leuten auch einfach ein besseres Gefühl. Man merkt, dass sie einfach mega krass wie die Leute zu einem sind. Also wirklich mega krass, wenn ihr an so Touristenorten seid. Ihr seid teilweise gar keine Begrüßung mehr wert. Also ich spreche ja nun mal Japanisch, wenn auch nicht super toll, aber immerhin. Ich werde auch nicht begrüßt. Und ich finde das teilweise echt traurig, weil wenn wir jetzt zum Beispiel hier irgendwo im Supermarkt gehen oder so, wir sind keine Touristen, begrüßt einen halt jeder. Die sind höflich, die sind freundlich, die geben mir die scheiß Receipt mit 2 Händen, die geben mir mein Geld mit 2 Händen, die verbeugen sich, die wissen, dass ich das wertschätze, hoffen wahrscheinlich, dass ich das wertschätze, und die anderen denken, dass ich das nicht tue, dass ich gar nicht weiß, was die von mir wollen. Finde ich schade, tatsächlich, finde ich wirklich schade, weil man einfach in diesen Ausländertopf mit reingeschmissen wird und ich bin nicht gerne in dem Topf. Und das ist auch eine gute Überleitung, weil in Japan ist es halt so, ihr bekommt sehr, sehr viele Sachen mit beiden Händen überreicht. Ich hoffe tatsächlich für einen Kostenbon, der mir niemals platziert. Leute geben euch das halt so. Ihr nehmt das dann auch so entgegen. Also, so, ich kann es jetzt nicht nachstellen, weil ich habe nicht 4 Hände, aber ihr geben euch das so. Und ihr nehmt das mit 2 Händen auch wieder so, ah, die hat was. Und dann guckt ihr euch das auch so an, so, wow, voll interessant, voll geil. So. Und dann macht es bitte nicht kaputt und schmeißt es irgendwo in die Ecke oder so. Sondern haltet es so lange so hübsch, wie es ist, in der Hand. Bisschen außer Reichweite sein. Es ist einfach hyper respektlos, das so wegzuschmeißen. Ich weiß, in Deutschland hat so ein Kassenbon einfach nicht so einen Stellenwert wie hier in Japan. Packt die auch, sobald ich aus der Sichtweite bin, in der Tasche und ist mir auch egal, wie die danach aussehen. Oder packt die in meine Tüte oder so und später schmeiße ich die auch weg. Also ich weiß nicht, was die Japaner damit machen. Wahrscheinlich das Gleiche. Das ist genauso wie bei Geld. Ihr nehmt, wenn möglich, es mit beiden Händen an oder tut hyper beschäftigt, dann legen sie es auf dieses kleine Ding da, also was noch eine Überleitung ist. Und zwar habt ihr halt, wenn ihr bezahlt, gebt ihr das Geld nicht in die Hände. Das ist halt, also
hygienischen Gründen nicht so cool. Die haben halt so kleine Schalen, ich nehme jetzt diese Hülle. Und da legt ihr dann halt das Geld rein. Da ist immer eine Schale, es ist immer. Und wenn da keine steht, dann holen die die gerade kurz irgendwo raus oder was weiß ich. Und dann platzieren die da. Und dann packt ihr das Geld da hin. Gebt es den Leuten nicht in die Hand, das macht man ja einfach nicht. Das ist nicht okay. Und so geben sie euch das Geld dann auch zurück, wenn ihr gerade die Hände voll habt oder so. Das ist halt auch so eine Sache, wenn ich jetzt gerade nicht kann, ich will nicht, ich kann es nur mit einer Hand nehmen, dann tue ich so, als wäre ich beschäftigt. Dann legen sie es euch auf dieses Ding und dann dürft ihr euch das nehmen, wenn ihr Zeit habt. So, die sind ja auch super geduldig, die machen nicht so Geräusche wie in Deutschland. So. Oh, die warten das einfach ab. Es sind aber so Kleinigkeiten, wo ich denke, dass jeder so dieses Minimum an Respekt an den Tag legen sollte, sich hier so zurechtzufinden. Ich weiß, es gibt viele Sachen, die weiß man einfach nicht. Ich weiß jetzt nicht, was von den Sachen wusstet ihr? Wusstet ihr alles? Oder war es eher schon so, ha, ich wusste gar nicht. Es ist genauso wie mit dem, man auf der linken Seite steht man halt auf der Rolltreppe, auf der rechten Seite geht man. Man blockiert hier wirklich alles, wenn man solche Regeln bricht. Wenn eure Suica beim Durchgehen piep gerade nicht funktioniert, stellt ihr euch komplett hinten an. Ihr versucht es nicht 30 Mal, bis sie funktioniert und geht dann durch. Ihr haltet den ganzen Verkehr auf und es ist einfach super selbstsüchtig, wenn man halt mal darüber nachdenkt. Weil ihr ja gerade das nur für euch macht. Die ganzen anderen Leute hinter euch müssen warten. Also, ich weiß, wir Deutschen haben so ein Einfühlungsvermögen nicht. Jeder ist sich selbst der Nächste. Aber hier in Japan ist es halt einfach anders. Genauso wie mit dem in den Zug einsteigen oder wenn man auf die Toilette geht. Ich meine, das ist ja noch halbwegs okay bei uns. Oder wenn man einen Fahrstuhl hochfährt oder so. Man stellt sich immer an und es ist halt einfach nicht okay, hier vorzudrängeln. Es sagt zwar keiner was, aber den Eindruck, den ihr hinterlasst, der ist halt wirklich nicht gut. Also man muss halt leider auch sagen, dass viele aus den eher asiatischeren Ländern, ne, es ist nun mal einfach die Mehrheit hier, sich wirklich, wirklich daneben benehmen. Also wir haben ja schon wirklich unschöne Szenarien gesehen, wo ich dann auch teilweise verstehen kann, dass die Japaner einfach keinen Bock auf Touristen haben. Also ich weiß halt nicht, ich wohne ja jetzt hier auch in Tokio und man muss sagen, man erlebt es tatsächlich sehr oft, vor allem wenn man an Touristenspots ist und wir wohnen in der Nähe von Asakusa und Akihabara. Da passiert das natürlich oft, dass man Touristen hat und dass die dann halt auch sich nicht so toll benehmen und auch dieses in der Bahn essen oder in der Bahn telefonieren oder laut reden und so, das ist einfach nicht gern gesehen. So, es sind einfach diese Kleinigkeiten. Es gibt tausend Berichte darüber, tausend Sachen, wo man diese unausgesprochenen Regeln lernt, wo man weiß, wie man sich verhalten muss. Wenn man es nicht weiß, kann man auch fragen. Also es ist keine Schande zu fragen und ich glaube, die Japaner sind dankbar drum, wenn man sich dafür interessiert und wenn man sich nicht wie sagt man, der Elefant im Porzellanladen fällt. Es ist auf jeden Fall, ich weiß, es ist immer so ein großer Druck, der auf einen lastet. Ich habe da sicherlich auch Sachen falsch gemacht, als ich das erste Mal hier war. Vor allem das mit der Suica nicht nur einmal probiert. Aber es macht einfach keinen guten Eindruck, muss man sagen. Es sind ja hier unendlich viele Touristen, die viel verkacken. Es ist einfach schön, wenn ihr keiner davon seid. Na, das soll jetzt auch keine Belehrung sein oder so von mir. Ich weiß alles besser. Seid wie ich. Nein, seid nicht wie ich. Weil wie gesagt, im ersten Urlaub habe ich auch viel Quatsch gemacht und daraus lernt man, weil man einfach, vielleicht die Leute auch einfach enttäuscht. Also es sollte kein positives Video werden hier. Das sollte eine Moralpredigt sein. So, habt ihr jetzt. Und jetzt geht und schämt euch. Nein, also das sollte ja eigentlich kein negatives Video sein, sondern einfach so ein bisschen, ein bisschen bewusster mit seinem Urlaub in Japan umzugehen, dass es auch wichtig ist, dass man sich nicht scheiße verhält. Es gibt ja auch einfach in Deutschland Regeln, wie man sich verhält. Und stell dir vor, das wird einer überhaupt nicht akzeptieren. Also ich denke, es ist einfach ein schwieriges Thema. Und man kann sich vor seinem Urlaub wenigstens ein bisschen darauf vorbereiten. Manche Sachen sind auch Quatsch. Die finden junge Japaner zum Beispiel gar nicht mehr schlimm, wie dieses Naseputzen in der Öffentlichkeit. Das ist ja auch so eine Sache, die steht da zum Beispiel drin. Aber das ist überhaupt nicht schlimm hier. Also das machen mega viele Leute, auch Japaner. Man sollte halt jetzt, also vor allem so ein bisschen ältere, ekligere machen das. Aber man sollte halt jetzt nicht irgendwie in einem Restaurant oder so, wenn man gerade so sein Essen vor sich steht, halt so, das ist halt also schon auch eklig. Ne? Oder so mega laut niesen und dann halt so in die Menge rein oder so. Ja. Ich hoffe, das Video war wenigstens ein bisschen informativ, dass ihr vielleicht die eine oder andere Sache daraus ziehen konntet, was ihr beim nächsten Japan-Urlaub auf jeden Fall mitnehmt. Ja, ansonsten freue ich mich natürlich, wenn ihr dem Video eine positive Bewertung da lasst und vielleicht auch einen Kommentar, wenn ihr Fragen habt oder Anregungen, Anmerkungen, Kritik, was auch immer euch gerade. Ansonsten ja, wünsche ich euch noch einen schönen Tag, eine schöne Woche, schönes Wochenende, schönen Urlaub, schöne Ostern, schöne Weihnachten, schönes Fest.